Naja, wie wichtig ist Digitalisierung für Unternehmen? Heutzutage natürlich sehr wichtig, da kommt ja keiner wirklich dran vorbei. Man muss sich halt nur einmal überlegen, was genau bedeutet denn Digitalisierung? Ja, das hat ja sehr viele unterschiedliche Aspekte. Also die Grundfrage für mich, um den Digitalisierungsgrad überhaupt mal zu messen, ist ja, können Sie sich als Unternehmen auf die Bedürfnisse eines jeden Kunden einstellen? Ja, das bedeutet zum Beispiel, können Kunden Produkte mitgestalten? Wie schnell wird Kundenfeedback umgesetzt? Digitalisierung bedeutet, dass der Laden mittlerweile die Fabrik ist. Was heißt das? Das heißt 3D-Druck zum Beispiel. Bereits im Kundendialog werden die Bedürfnisse aufgenommen, das Produkt definiert und möglicherweise über 3D ausgedruckt. Digitalisierung bedeutet auch IoT, Internet of Things. Das heißt, Kundendevices sind mit dem Dienstleister oder Hersteller verbunden und der wird einen Bedarf vorwegnehmen, so wie das bereits seit Jahren bei der vorweggenommenen Reparatur und Instandsetzung der Fall ist. Es bedeutet den Einsatz von Reinigungsrobotern, von Lagerrobotern. Es bedeutet die Digitalisierung von Lieferketten. Und es bedeutet die Erfassung, Übermittlung und Auswertung von Echtzeitdaten aus dem Einzelhandel mit dem Kunden. Das Thema Digitalisierung sprengt sicherlich den Rahmen eines solchen Videoclips. Man muss sich genau überlegen, was man als erstes erreichen möchte. Und wo man beginnt, denn Digitalisierung ist ein 360-Grad-Thema. Da kann ich jetzt wirklich nur empfehlen, sprechen Sie mit einem Fachmann, sprechen Sie mit einem Interim-Manager, der auf Digitalisierungsthemen spezialisiert ist und finden Sie erstmal gemeinsam raus, wo die größte Baustelle ist. Denn man hat furchtbar viele Hebel durch die Digitalisierung und den Einsatz von KI. Aber man muss natürlich genau überlegen, wo man anfängt. So ein Projekt ist leichter getan als umgesetzt. Es dauert länger und man sollte sich hüten, zu viel auf einmal zu machen.